Ja, moin, hier ist Chris. Victoria Pater Spiele. Immer noch unten, immer noch warm draußen. Wir haben es erwähnt in einem anderen Video. Es ist einfach kühler hier unten als oben. Und uns gefällt auch der Hintergrund ganz gut, auch wenn es ein bisschen eng ist. Und leider habe ich keinen Tisch hier, um das Spiel abzustellen. Es ist nämlich echt schwer. Ich habe dabei, ja, also halten, dass es nicht ganz so blendet. Fury of Dracula. Deutsche Version, Third Edition beim Heidelberger Spieleverlag erschienen. Gucken wir gleich rein. Komponenten, unterhalten uns ein bisschen über die Regeln. Es ist ja eigentlich auch so ein moderner Klassiker. Ne? Es ist in den 80ern schon rausgekommen bei Games Workshop in England damals. Dann die Second Edition Anfang, also 2004, 2005 ist die Second Edition erschienen bei Fantasy Flight. Kurz Zeit später auch auf Deutsch beim Heidelberger. Dann war es wieder ein paar Jahre weg und jetzt ist die Third Edition da. Nochmal wieder ein bisschen überarbeitet. Wenn man so die Foren durchkämmt, Board Game Geek und so, sagen viele, dass das, was an der Second Edition eventuell hier und da ein bisschen gestört hat, ausgebügelt wurde mit den Regeln der Third Edition. Also ein bisschen was wurde gemacht, so ein bisschen Kosmetik betrieben. Ich kenne weder die Games Workshop Version noch die Second Edition. Freue mich tierisch jetzt auf die Third Edition, einmal aufs Auspacken und auch aufs Spielen. Denn es ist ein Deduktionsspiel, vergleichbar mit Scotland Yard, aber Scotland Yard schon ziemlich aufgebohrt, sag ich mal. Das ist eine ganze Ecke komplexer. Und auch noch ein bisschen komplexer als die Akte Whitechapel, das ich persönlich ganz gut finde und auch ganz gerne spiele. Aber auch da soll wohl Fury of Dracula noch einen draufsetzen. Sind wir gespannt. Gucken wir rein. Bis gleich. Okay, dann gucken wir hier jetzt rein. Jäger bei Tag, Verfolgte bei Nacht, ein Spiel für 2 bis 5 Spieler. Jäger bei Tag, Verfolgte bei Nacht, würde ich sagen, also klar, bezieht sich auf Vampire, ganz logisch, aber es hat auch einen sehr intelligenten Tag- und Nachtzugrhythmus. Also man macht in der Nacht andere Sachen, logischerweise, als am Tag, das ist auch bei dem Spiel so. Und in der Nacht ist natürlich auch Dracula on the road, sage ich mal. Ne? Da haben wir hier schon mal einen Einblick. Games Workshop Lizenz, da steht sie, Preisschild, Spielinhalt. Reichlich. Lese ich jetzt nicht vor. Gucken wir uns gleich genau an, was drin ist. Hier ist das Spielbrett. Alles sehr schön stimmig gemacht und das können Sie ja bei Fantasy Flight. Also Stimmung erzeugen mit Brettspielen, finde ich. Also Atmosphäre auf dem Tisch, das kriegen Sie gut hin. Auch wenn man so die Cthulhu-Sachen sich anguckt. Ganz großartig. Oder Warhammer. So. Gucken wir mal rein. Cover ist anders als bei der Second Edition. Also ich habe die Second Edition nicht, aber es ist alles grafisch anders. Auch hier wieder 2 Regelbücher. Bei Fury of Dracula würde ich sagen, in Anführungsstrichen, Schnellstartbuch, weil es ist ja schon nicht ohne. Sieht man also die Komponenten. Es ist bei Dice Tower wurde gesagt, Scotland Yard auf Steroiden. Ich glaube, das trifft's. Also hier haben wir den Spielplan. Den gucken wir uns gleich mal in groß an. Soweit wir ihn hier in die Kamera kriegen. Dann gibt es nochmal die Referenzlandkarte, um zu gucken, wie weit denn die Leute unterwegs sind. Natürlich wieder verschiedene Kartentypen ohne Ende, Marker und Plastikminiaturen oder Kunststoffminiaturen. Hier steht sogar Plastikminiaturen. Dann haben wir den Spielaufbau, die Zugabfolge. Das ist dieser Hinterhalt. Zeige ich gleich nochmal genau. Da legt Dracula seine Karten ab, wenn er gezogen hat, er legt praktisch eine Spur, beziehungsweise hinterlässt eine Spur, dass man so die letzten 5 Züge oder letzten 6 Züge nachvollziehen kann, wo er gewesen sein könnte und von wo er dann gereist sein könnte und da, wo er dann seine Gegner platziert. Und also wirklich alles schön und stimmig gemacht, auch vom Layout her. Übersichtlich, viele Bilder, Beispiele und da schon Stimmung erzeugen. Hier auch wieder mit einem anderen Cover die Box. Sehr gut, hier ist glaube ich die Box. Ja, hier war die Box. Also auch ins Artwork wurde wirklich Arbeit gesteckt und hier haben wir wieder weniger Bilder, dafür alphabetisch geordnet die einzelnen Punkte zu den Regeln. Ja. Das finde ich eine Sache, bin ich Fantasy Flight doch sehr dankbar, dass sie das gemacht haben. Das war früher, gerade wenn man dann komplexe Sachen gespielt hat, oft, oder ist es ja auch bei diesen Spielen, die diese alte Anleitung noch haben, ist es dann teilweise oft höllisch. Twilight Imperium zum Beispiel. Wenn Twilight Imperium spielt mit beiden Erweiterungen, dann und man hat diesen Fließtext, sage ich mal, vor sich da in 2 Büchern und sucht eine Regel, das kann schon ein bisschen Geblätter nach sich ziehen. Hier haben wir wieder den Counterstapel. Ja, das hier sind auch hier wieder Gesundheitsmarker für die Charaktere. Das ist dieser, wie nennt er sich? Setzt sich aus 13 und der Verzweiflungsmarker. Ja, das ist der Grad praktisch, das ist so ein Dreiteil,
Der wird Stück für Stück gepuzzelt. Das ist praktisch der Grad der Verzweiflung der Helden und inwieweit jetzt Monster kommen und so. Das sind Zugtickets. Es gibt eine weiße und es gibt eine gelbe Eisenbahnlinie auf dem Brett und man muss halt immer mit diesen Tickets gucken. Da kann ich zum Beispiel zwei weiße und zwei gelbe oder zwei gelbe fahren. Hier drei oder zwei, kann das ein bisschen kombinieren. Hier kann ich aber nur weiße mitfahren. Und also muss ich gucken, wie ich mit meinen Tickets auf dem Plan vorankomme, praktisch. Ne? Das Spielbrett auch hübsch eingeschweißt. Auch das machen wir auf. Wir uns an. So, dann nehme ich vorab schon mal die Karten raus, habe da gleich Zugriff und kann hier schon mal das Spielbrett soweit ausklappen. Ja, schick. Wirklich schick. Ich muss mal gucken, wie weit das jetzt rauf geht. Wahrscheinlich so. Jetzt sieht man auch nichts anderes mehr außer dem Spielbrett, aber das soll ja nicht so schlimm sein, ne? Hier haben wir den, ja, so ein bisschen hier das Zugabfolge, die Wochen, ne? Montag, Mittwoch, doch Montag, Dienstag. Immer zweimal für Tag und Nacht, Montag, Montag, Dienstag, Dienstag. Also man zieht immer die Woche und wenn man dann rum ist, kommen diese Verzweiflungsmarker, die ich eben gezeigt habe, die werden hier platziert. Ja, das hier ist Bedrohungslevel, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ansonsten haben wir hier Europa zur Zeit des viktorianischen Englands. Das ist ja so die Zeit, in der Dracula spielt, also der klassische Bram Stoker Dracula angesiedelt ist, sagen wir so. Das ist ja viktorianischer Horror sozusagen. Und die einzelnen Städte, Hamburg, Berlin, London, Liverpool, Nürnberg, bis rüber nach Konstantina. Ist das Konstantin? Nee, Konstantinopel wäre hier Konstantina. Okay. Bukarest. Da kommen wir langsam dann in die Heimat des Grafen. Ne? Also schön gemacht. Farblich toll gehalten. Hier ist dieser am Rand. Ich muss mal ein kleines Stück drehen. Das ist hier dieser Track, auf dem diese Karten hinterlegt werden, die Dracula platziert während seiner Reise oder Flucht oder was auch immer durch Europa. Dann haben wir noch mehrere Kartenablagefelder. Und hier haben wir dann dementsprechend mehrere Karten. Und hier haben wir die Miniaturen, auch wieder sehr schön gemacht. Ja, das ist der Graf selber. Ah, ich habe mal ein bisschen dichter, also auch schön, schön detailliert. Und die Spieler. Also. Spiele auch größtenteils klassische Dracula oder Bram Stoker Charaktere, wie jetzt hier Mina Harker, hieß sie Mina Harker? Ich weiß es nicht, ich bin da Bram Stoker auch gar nicht so im Thema. Klar kenne ich den Film und so, aber die ganzen. Und hier, ne? Also. So. Dann gucken wir uns mal ein paar Karten an hier. Da gibt es einmal diese Tieren hier. Das sind auch so Aktionskarten. Ne? Also Ausweichen, Flucht. Flucht, die benutzt man im Kampf. Die spielt man dann und Schlag. Da müssen dann Symbole übereinstimmen oder eben auch nicht, um die ganze Sache abzuwehren. Man hat so eine bestimmte Gewehr und hier hat man praktisch diese Klaue und die Fledermaus. Und ist ganz entfernt, vielleicht, ja, so, man hat eine bestimmte Anzahl Karten. Wenn man die eine benutzt hat, kann man in der nächsten Runde dann nur die benutzen. So ein ganz leichtes Schere, Stein, Papier Prinzip. Klingt aber ganz schlüssig, wenn man es so liest. Also. Dann haben wir hier Karten. Ich nehme immer mal so ein bisschen. Ratten, Fledermäuse. Das sind halt Sachen, die der Falschmeldung. Ups, Saboteur. Schagani, Leibwächter, Wölfe, das sind so die Sachen, die der Graf ins Spiel bringt. Hier haben wir. Ah, was sind das? Aktionen, das sind Spielerübersichten, Aktionen. Was für Möglichkeiten gibt es? Bewegen, einen Fahrschein reservieren, erholen, durchsuchen, Spezialaktionen, ausrüsten und tauschen. Also man spielt ja auch wie bei Scotland Yard, wie bei der Akte Whitechapel spielen, also die Vampirjäger zusammen gegen den Grafen hier. Ja. Na hier, geplanter Hinterhalt, Fluchtroute,
großer Wolf, vampirischer Einfluss. Also wirklich Karten ohne Ende. Alles mit viel Text und viel Stimmung. Also ich freue mich wirklich aufs erste Spiel. Wäre schön. Also jetzt ist Hochsommer, muss man ja theoretisch echt relativ spät mit anfangen, das zu spielen. Ist ja eigentlich so ein Herbst- und Winterspiel schon fast, wenn man dunkel und besser eine Kerze an oder so. Ah ja, Flucht in Fledermausform, das sind halt auch so Aktionen, die Dracula machen kann. Ne? Flucht in Nebelform, das hängt ein bisschen davon ab, in welchem Zustand er sich gerade befindet und wo er sich befindet und wie der Kampf oder sowas ausgegangen ist, um halt flüchten zu können. Hier sieht man auch hier diese Symbole wieder, hier die Fledermaus und hier die Reißzähne. Na, das hat alles ein bisschen zu tun, wie Kämpfe und wie Begegnungen dann verlaufen. Haben wir noch Verstecken. Und hier haben wir die Ortskarten. Also praktisch jede Karte oder jeder Ort auf dem Spielplan hat einen Punkt, beziehungsweise hat eine Karte. Und anhand dieser Ortskarten, die legt Dracula dann ab und reist dann rum. Also, und hat halt dementsprechend auch oft dann nicht die Möglichkeit zurückzureisen. Also dann, wenn man jetzt zum Beispiel, was sieht man hier gerade gut, wenn man von Paris, wenn er von Paris reist, hier unten per weißer Bahnlinie nach Marseille, kann er halt nicht sofort wieder zurück nach Paris, weil die Paris-Karte gespielt ist. Ja? So muss man sich das vorstellen. Ich meine, manche gibt es auch doppelt, aber... Naja, anscheinend nicht. Hier ist Paris, nein, ist alphabetisch. Nein, nein, nein. Also sie sind dann doch nicht doppelt, auch nicht irgendwelche Drehkreuze gibt es nicht doppelt. Seefelder haben wir hier unten, kann man auch betreten. Muss man so, aber als klassischer Vampir kann man sich dann nicht so lange aufhalten auf den Seefeldern. Und das war, ja, mehr ist hier, also das sind die Ortskarten hier im Stapel. Ne? Auch farblich schön passend zur Karte. Ja, das ist Fury of Dracula. Ein Meer von Karten, ein schicker Spielplan. Ich freue mich drauf, das Spiel endlich zu spielen. Alter Klassiker, endlich auch hier im Schrank. Und ja, mir macht's Laune. Also allein das Angucken macht mir Lust, loszuspielen. Und gerade diese Art Spiel mag ich auch sehr gerne. Also ich habe auch The Whitechapel sehr gerne gespielt, auch früher als Kind schon Scotland Yard. Und von daher... denke ich, macht man hier nichts falsch, also ich zumindest nicht. Und vielleicht reicht euch der Eindruck, um erstmal so eine Vorabentscheidung schon mal zu treffen. Wir melden uns mit diesem Spiel wieder, wenn wir es dann ausreichend gespielt haben. Ansonsten besten Dank fürs Zugucken. Guckt euch ruhig um bei uns auf dem Kanal. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst uns vielleicht einen Daumen da. Ansonsten vielleicht habt ihr Lust, ein Abo zu schalten oder. Auf jeden Fall bis dahin und alles Gute. Wir sehen uns und tschüss.